Na dann, Halali zum fröhlichen Endspurt. Solange die Stimme noch mitmacht, betreten wir den Juli. Ich glaube, wenn ich tief spreche, dann geht das eigentlich so. Das klingt doch total gut. Den Juli eröffnet der 12. internationale Hörspielwettbewerb 2014. Es wird auch schlimm. Vom Buchfunk. Ja. Also nicht die CD, sondern die Stimme wird schlimm. Es klang so, als würde die CD schlimm. Nein. Bis wir nicht. Nee, richtig. Ja, das erstmal am 1. Juli. Das ist eine CD mit Wettbewerbsstücken vom Leipziger Hörspielsommer, den der Buchfunk dankenswerterweise herausbringt. Ja, also die Stücke, die es da gibt, die gibt es auf dieser MP3-CD beim Buchfunk. Wird dann wohl zum 1.7. erscheinen und ja, bin mal gespannt. Da dürfte ja immer Interessantes dabei sein. Ja. Dann etwas, worauf ich jetzt tatsächlich Lust gekriegt habe noch, ist das Mal. Die dritte Folge kommt auch raus und damit ja auch der Abschluss, das Herz der Nebelwelt bei, ich will mal Wurst sagen, es ist Hearst Media. Ja, genau. Die Geschichte, die Carsten Steenbergen ja schön weitergesponnen hat. Auf jeden Fall. Mhm. Dann gibt es zwei der drei Satzzeichen und zwar geht's los mit den drei Fragezeichen. Die Altmeister Folge 169, die Spur des Spielers, natürlich bei Europa. Und Alliteration, sehr schön. Und die drei Ausrufezeichen der Folge 32, Party des Grauens. Ist das jetzt eine Gruselfolge oder geht es um Klamotten, ist die Frage. Vermutlich, ja. Bibi und Tina, gibt es auch was Neues? Folge 77, das kleine Hufeisen bei Kiddings ab 11.7. Ist das süß. Die Hörspiele jetzt schon. Ja. Wunderschön. Und dann auch was Süßes. Auch was Süßes, ja. Dreamland Grusel mit Folge 17, Killer aus der Tiefe. Es ist High-Geschichte, High-Zeit, High-Times. Ja. High Noon. Schüttelt einfach so aus dem Ärmel. Apropos, schön, Marc Brandes, gibt's auch wieder was Neues. Folge 28 und 29, Zeitspule Teil 1 und 2. Ah Mensch, ja, endlich wieder eine Doppelfolge Marc Brandes, sehr, sehr schön. Ja. Oh, da steigt doch die Laune. Ja, dann haben wir auch die Fee 45, Asmodis Knochenkirche, wunderschöner Titel, auch am 11.7. Klingt gut. Warte mal, die ist, glaube ich, verschoben. Ist verschoben? Ist das richtig im Ort? Die verschiebt sich. Ja, ich glaube, die ist mittlerweile neu in August. Nee, doch nicht. Hast recht. Ich bin irre. Nein, nee, die hatte sich schon verschoben. Die war ursprünglich Juni. Ja, genau. Nee, ist richtig. Ja, ich bin irre. Star Wars, kommen wir jetzt zu. Die gibt es nämlich auch am 15.07. Der vierte Teil von Das letzte Kommando, der Verräter bei Imaga. Ja, dann schlägt Pilax wieder zu mit einem sehr, sehr schönen Francis Durbridge Hörspiel und zwar La Boutique. Das gibt's in verschiedenen Varianten und das ist die Schweizer Rundfunk-Variante. Jawohl. Wie viele Teile? Fünf Teile. Ja. Mit, ja, es ist ein Hörspiel aus den 50ern. Also, wer spielt mit? Danny Deltgen. Genau. Muss. Ja, eine sehr schöne Geschichte. Ich kannte bislang nur die Kurzvariante. Habe ich mich gefragt, wie kriegt man das Hörspiel denn kurz geschnitten? Also da muss man ja echt relativ viel weggelassen haben. Muss man, ja. Aber hier, das ist ein sehr schöner Mehrteiler, der auch wirklich als Mehrteiler sich lohnt zu inszenieren. Ja, wunderschönes, ist schön, wenn ich wunderschön mit der Stimme sage. Ein wunderschönes altes Hörspiel. Ja, das sehr, sehr viel Spaß macht über die lange Spielzeit und auch aus den Krimi anbelangt, ja, durchaus hörenswert ist. Also man kann sich dann schon irgendwann mal denken, in welche Richtung das geht. Ist jetzt nicht so die große Überraschung, aber ist trotzdem, wie die Figuren gestellt werden und ja, immer mal wieder auftauchen und nachfragen und dann wieder in der Versenkung verschwinden. Das ist schon clever gemacht von Durbridge, das kann er einfach. Und es ist das letzte Durbridge-Hörspiel. Ach, wirklich? Ja. Dann gibt es auch Neues von John Sinclair, Folge 93, der Pesthügel von Shanghai bei Lübbe Audio. Was für ein geiler Titel. Am 18.07. Super. Ja, dann Lady Bedford mit der Jubiläumsfolge 75 und die blutigen Klippen beim Hörplaneten natürlich auch am 18.07. das Ganze. Sherlock Holmes ermittelt in die neuen Fälle, Folge 12, der verhängnisvolle Schlüssel bei Romantrohe Audio. Ja, dann nach der WM ist vor der WM, nein, Quatsch. Nach der WM gibt's natürlich auch die Teufelskicker. Und zwar mit Folge, wo sind wir angelangt? 51, genau, stimmt, das tolle Jubiläum hatten wir ja zuletzt. Ja, und jetzt mit der 51, ja, vielleicht haben die Schiedsrichter bei der WM ja den einen oder anderen Fehler gemacht oder eben nicht gemacht, obwohl sie Geld erhalten haben für was weiß ich was. Es geht auf jeden Fall um Schiris in Not. Ja. Mal gucken.
Dann gibt es viel Neues bei Göttinger Audio. Die bringen ja auch immer einen großen Schwung, wenn sie Hörspiele rausbringen, auf einen Haufen. Und zwar im Juli geht es da los mit Cornelia Funkes Tintenblut, der zweite Teil der Tintenherz-Trilogie bei Göttinger Audio. Da bin ich schon mal sehr gespannt drauf. Ich auch, da freue ich mich schon. Dann gibt's von Martin Ballscheid das Hörspiel Nur ein Tag, sagt man in Normaldeutsch. Guten Tag. Guten Tag. Ja, und dann eine Riesenlatte an Olschi-Detektiv-Hörspielen, die Folgen 7 bis 10. Das geht los mit Das Geheimnis der Löscherwände, Das Mikado-Komplott, Horrorspuk und Geisterspucke und Das Erbe der Piraten. Also meine Favorites sind die 7 und die 9, definitiv. Vermutlich, ja. Das Geheimnis der Löscherwände. Das ist schräg. Komm, dann machen wir noch die Box von den starken Stücken. Peter Tschaikowski, der Nusskaker und... Ich hab diesen Witz, ich wusste es. Den berühmten. Ich kannte den noch gar nicht. Kannst du den Witz noch nicht? Nein. Echt nicht? Nee. Den werde ich ja später erzählen. Wenn wir oft sind, da können wir nämlich alle, die ihn nicht kennen, die werden sich dann totreiben. Dann, wie ist das denn, der berühmte Tschaikowski-Witz? Ja. Und Schwansee. Und Schwansee, genau. Nussknacker und Schwansee. Dann hatten wir ja gerade schon PDAX und dafür holen wir jetzt, weil es noch mehr von PDAX gibt, uns Expertenrat nochmal ein und da ist doch jemand noch in der Leitung. Hallo? Was hast du denn gemacht zwischendurch? Aber du bist immer noch da, ne? Ja, du bist immer noch da. 2 Stunden. Genau. Wenn es reicht, ja. Noch schnell ein Hörspiel dazwischen geschoben. Sehr gut, sehr gut. Erzähl mal. 2x PDAX haben wir noch im Juli vor uns. Und zwar ist das einmal Ernst Halls Glocken des Todes und Jürgen Torwalds Das Jahrhundert der Detektive. Ja, genau, Das Jahrhundert der Detektive. Da kann ich am ehesten was zu sagen, weil bei den Glocken des Todes bin ich gestern Abend dann eingeschlafen. Nicht, weil es langweilig war, sondern einfach, weil es zu spät war. Haben dich die Glocken nicht mehr aufgeweckt? Nee. Aber das, was ich gehört habe, war auch gut. Naja, jedenfalls erstmal zu dem Jahrhundert der Detektive. Also das fand ich sehr, sehr gut. Obwohl im Vorfeld im Forum irgendwie gesagt wurde, ich weiß nicht, ob es bei den Freunden war oder beim Hörspiel-Talk, dass das wohl langweilig sein sollte, kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Fand ich hochinteressant. Das sind also 5 Fälle, die wirklich so passiert sind und ja, die Kriminaltechnik etwas revolutioniert haben. Was ich interessant fand in der Serie, dass man die ganz unterschiedlich behandelt hat. Also man ist anscheinend hingegangen und hat 5 Hörspielbearbeitern oder gesagt, hier Vorlage, Jürgen Torwald, Das Jahrhundert der Detektive. Es ist ein dreibändiges Werk, glaube ich, über ja quasi die Fälle, die quasi die Kriminaltechnik, wie du schon sagst, revolutioniert haben. Also es sind, ich weiß nicht, wie viel kurze Storys da drin sind. Aus denen hat man ganz unterschiedliche Hörspiele gemacht. Also man hat da vom Erzählen, also rein erzählen Hörspiel, also vom Krimi über eher so eine Art Feature ist ja auch mit drin. Also es sind ganz unterschiedliche Herangehensweisen, wie man sich diesen Stoff nähert, auch von der Länge her. Also es gibt ja die eine, die quasi 2 Hörspielstunden hat, während andere nur 45 Minuten haben oder so. Also ist schon ganz witzig, dass man das in so eine Reihe bringt und diese Reihe so ganz unterschiedliche Spielarten aufweist. Also das fand ich schon klasse. Also von daher dürfte für jeden Hörspielhörer was dabei sein. Es wird entsprechend nicht alles jeden überzeugen, aber ich denke, vieles wird unterschiedlich überzeugen. Also ich habe die ja jetzt alle durchgehört. Ich habe am Anfang, den zweiten Fall habe ich erstmal übersprungen. Weil er so lang ist. Das war der Bombenanschlag. Genau, das mit dem Flugzeug, genau. Und da habe ich irgendwie nach 5 Minuten gedacht, naja, klingt irgendwie nicht so interessant, habe das dann erstmal übersprungen. Und den zweiten Teil haben wir auch erst gestern noch gehört. Aber dann bin ich nochmal zurück zum zweiten Fall. Und aber auch der war hochinteressant. Also ich muss sagen, die sind eigentlich alle empfehlenswert. Also ich würde da jetzt gar nicht sagen, der eine ist besser als der andere oder so. Sind die halt auch alles reale Sachen. Also da sieht man auch, das Leben kann durchaus spannende Krimis schreiben einfach. Beeindruckt hat mich ja dieser dritte Fall, die Schwarze Witwe von Loudun. Genau. Weil der halt dieses Ende hat mit dieser Frage, ist sie jetzt schuldig oder nicht? Und das dauert halt ewig, bis man dann halt mal tatsächlich in der Kriminaltechnik so weit war, dass man das endgültig klären konnte.
Den fand ich wirklich super, weil er total überraschend auch im Endeffekt ausgeht. Ja, genau. Und also ist das denn, ist mein Lieblingsfall. Ist es denn geklärt? Also ich. Ja, also mal zumindest insoweit geklärt, dass man die Schuld nicht nachweisen konnte, zumindest. Also zumindest sagen konnte, es kann eine natürliche Ursache gehabt haben. Ich bin ein bisschen misstrauisch, muss ich sagen. Ja, das Problem ist halt, dass man halt die Frau, so wie man sie darstellt, wie soll man sagen, also man schiebt die ja quasi so als einmalige Täterin dahin. Also ist ja wirklich, die hat ja Motive ohne Ende und das sieht ja auch alles wirklich so aus, dass das auf eine Schuld hinweist. Aber wie gesagt, man konnte es ja dann offensichtlich auch natürlich erklären und dadurch, dass auch andere, die jetzt mit dem Fall nichts zu tun hatten, halt diese Merkmale nach dem Tod aufwiesen. Ja, das stimmt schon. Also ich, am Ende bin ich dann auch ins Zweifel gekommen. Also ich habe auch fast über die gesamte Laufzeit gedacht, Mensch, die muss doch schuldig sein und die war mir auch unsympathisch, aber wer weiß. Ja. Ich habe dann auch gegoogelt, aber nichts gefunden über die Frau. Ja, merkwürdig. Dummerweise, ich habe 2 Bände von diesen 3 habe ich und natürlich den, wo der drin ist, habe ich natürlich nicht. Scheiße. Den Giftband habe ich leider nicht. Also, kriegt man die noch? Oder sind die vergriffen? Ja, so bei wie heißen die, diese Antiquariatshändler, kriegt man die noch für kleines Geld. Ja, ich habe die irgendwo mal auf dem Flohmarkt mitgenommen, die 2. Cool. Also wer den dritten hat, da muss ich nochmal nachgucken, aber ich war jetzt... Hätte jetzt auch nicht mehr gereicht, für den nochmal nachzuordern. Und der erste Fall, der war ja auch mit Gift. Da ging es genau, irgendwie. Den habe ich auch nicht drin, ja. Was war denn das noch? Das ist der mit diesem, wo quasi das erste Mal dieses E605 als Mordwaffe eingesetzt wurde, ja. Ja, den fand ich auch gut. Wobei mich dann irritiert hat, dass auf der Rückseite der CD von einer Christiane Lehmann die Rede ist. Und die heißt im Hörspiel ganz anders. Ja, das ist der Christiane Lehmann ist der Originalfall, ja. Ja, genau. Das habe ich dann über das Internet doch noch rausgefunden. Also da gab es tatsächlich Informationen, aber so der Rest. Aber alles hochspannend, muss ich sagen. Ja, ist was anderes, ja. Also es ist eine schöne bunte Mischung, finde ich. Also. Und auch der vierte Fall war das, glaube ich, genau, mit dem Knecht. Genau, der deutschstämmige Knecht, der da als Täter schnell identifiziert wird, der als ein Pharma-Ehepaar umgebracht haben soll. Genau, und man das alles eigentlich nur macht, um schnell einen Schuldigen irgendwie zu kriegen und dann den wahren Täter aus Kostengründen nicht mal anklagt. Also da habe ich echt mit dem Kopf geschüttelt. Das ist ja so der so Art Feature-Charakter hat. Fast schon. Danach hat man schon. Diesen aus den 20er Jahren in Deutschland, der so dieses, ich sag mal, so ein Polizeiruf-Flair hat. So alte Krimis, so aus den 50er Jahren, wo der ja auch relativ neu ist, aber so, ja, dieses alte Radio-Flair so ein bisschen transportiert. Das fand ich dann auch wieder gerade so diesen Wechsel dazwischen, zwischen diesen Filmen. Das fand ich dann ein schöner Sprung. Der hat mir auch gefallen, vor allem, weil der so ein bisschen humorig war. Ja, genau, ja. Also dieser Versicherungsagent, der hat so ein bisschen Witz reingebracht mit seinem Auftreten. Um das Ganze für die kommerziellen Nasen, wie ihr so schön sagt, ein bisschen interessanter zu machen. Wir haben zum Beispiel als Regisseurin dabei Anke Beckert. Die hat viel für Fontana gemacht früher. Genau. Und wir haben als Sprecher dabei den Nils Klausnitzer. Das ist der Willy Tenner aus Alf. Oder zum Beispiel Herbert Fleischmann. Oder auch, das sind jetzt alles nur kleine Nebenrollen. Die Hauptrollen werden von anderen gesprochen. Wir haben zum Beispiel auch Gerd Günther Hoffmann, das ist Captain Kirk oder auch Lex Barker. Und die dritte, ach so, genau, Sean Connery hat auch noch gesprochen. Eine kleine Rolle. Genau, also es sind namenhafte Leute dabei. Ja, also ich würde das auf jeden Fall empfehlen. Ich habe es noch vor mir. Echt? Ja, ich habe das noch. Und da sieht man mal, wie gesagt, wie spannend das Leben manchmal die Krimis schreiben kann. Ja, ja, das ist durchaus. So, ne? Durchaus. Das macht sie oft interessant, wenn ein realer Fall dahinter ist. Und man doch sieht, dass gerade so reale Fälle dann doch teilweise noch besser sind als erfundene. Und teilweise auch abstruser als erfundene. Also gerade dieser Loudun-Fall aus Frankreich, sag mal, wenn man den sich erdacht hätte, da hätte er nicht gesagt, hey, habt ihr doch nicht mal. Hat mich ein bisschen an Gesche Gottfried erinnert. So. Ja, stimmt schon, ja. Ja, weil die Figur auch ähnlich ist, ja. Ja, und die hat ja genauso, die hat ja auch, ja, genau. Die auch mit Arsen gemordet, ne? Ja, aber Gesche Gottfried habe ich weniger gute Erinnerungen wie die Folge, ja. Wegen diesem grottigen... Ja, ich fand die Inszenierung halt, glaube damals sehr seltsam. Gibt ja dieses andere Hörspiel da vom Radio Bremen, was ich wesentlich besser fand. Engel von Bremen. Engel von Bremen.
Und, das habe ich noch vor mir. Ja, siehst du. Muss ich unbedingt hören. Ich ja. Bin ja. Also es war auch kein Knaller, aber das war zumindest, also ich fand es wesentlich besser als die Gege. Ja. Ich bin ja gebürtiger Bremer, also von daher. Ach, na. Da muss ja mal ran. Bin ich da ja eigentlich zu verpflichtet sozusagen. Ja, muss man da mit der Muttermilch aufsuchen. So viel passiert hier in Bremen nicht. Naja. Sagst du einfach mal so. Ja. Vorsicht, Olaf, du weißt, wir hatten heute schon mal hier einen Mob vor deiner Tür. Jetzt kommt komplett Bremen noch dazu. Was hattet ihr vor seiner Tür? Ein Mob? Ein Mob. Ach, den Mob, ja, der geklingelt hat. Nein, Bremen, also so, gibt's da noch was außer Sven Regner? Sonst fällt mir so Bremen gar nicht ist schön, an. Tatsächlich. Ja. Also ich fand Bremen echt schön, als ich da war. Ich war zwar nur zweimal da, aber das hat mir gefallen. Toll. Ja, die ist so gleichmäßig. Das hat mich so erstaunt. Das ist so ein Stil. Also ich fand Bremen echt schnuckelig. Aber ich mag norddeutsche Städte einfach. Die Stadt muss mich noch überzeugen, glaube ich. Ja, da hat die Stadt noch ein bisschen Arbeit vor sich. Komm mal vorbei. Ja, ich guck mir das mal an. Guck's dir an. Genau. Vielleicht machst du das nächstes Jahr tatsächlich. Mit der Tour? Bei der Tour, ja. Mhm. Also so Bremen ist auch so im Hintergrund. Das wird so ins Schema passen. Sehr schön, sehr schön. Ja. Ja, dann nochmal kurz hier zu Glocken des Todes. Ja. Auch wenn ich nur was zum ersten und zum fünften und sechsten Teil wirklich sagen kann. Da ist wieder wach geworden. Nein, also ich war zwischendurch immer mal wieder für ein paar Minuten weg und dann war ich wieder da. Da ist ja wohl irgendwie so ein Immobilienmagnat oder was war der? Ist ja. Ermordet worden. Offensichtlich fälschlich Möglicherweise, weil man Kostüme getauscht hat. Also es gab wohl ein Kostümfest im Ort und da hat wohl der Immobilienmagnat mit seinem Assistenten das Kostüm getauscht und ist dann leider umgebracht worden, fälschlicherweise, weil eigentlich der Assistent zum Ermorden gedacht war. Mhm, genau. Und die Art des Mordes ist halt spektakulär. Ja, einfach mal so von der Glocke erschlagen. Ist aber auch ziemlich auffällig. Ne? Ich meine, wenn man dann im ganzen Ort die Glocken hören kann, dann weiß jeder gleich, was die Glocke geschlagen ist wieder. Ich fand das Ding ziemlich cool. Das hat so einen makabren Anstrich immer. Also ja, durchgängig, also die ganze Produktion. Ja, man versucht halt da, sich so ein bisschen an die Durbridge-Sachen so dran zu hängen. Also da so einen Mehrteiler zu schaffen. Für mich war es so zwischendurch, hatte ich immer so den Eindruck, es ist sehr konstruiert. Ja. Diese Motive, die dahinter steckt, auch dieses, ja, ich sag mal, es passieren ja mehrere Morde und auf engstem Raum und die Polizei ist nicht in der Lage, trotz Bewachung und alles da irgendwas zu verhindern. Und Olaf, denk an das Sondereinsatzkommando der Playmos. Ja, stimmt. Ja, die Playmos dürfen das. Also ich hätte auch nichts dagegen, wenn man in diesem Hörspiel bei Glocken des Todes zwischendurch einfach mal gerufen hat, was sind wir? Mal so ein bisschen. Freunde. Oder ich dachte, okay, jetzt weiß ich, wo wir sind. Nein, ich finde es bei weitem nicht schlecht, aber es waren halt so ein paar Sachen, wo ich gedacht habe, ach, hätte eleganter sein können. Ich denke, ja. Du hast dich doch total drauf gefreut, sagtest du beim letzten Mal, oder ja. Habe ich das falsch im Kopf? Aber zu du hören, kanntest ja. Das vorher noch nicht. Nein, ich kann das nicht. Nee. Das ist so eins, was ich tatsächlich erst jetzt gehört habe, nachdem angekündigt wurde von PDX, dass es rauskommt. Also mir sagte das auch vorher gar nicht. Also das war auch vom Thema her. Also gibt ja immer so alte Radiohörspiele, die man irgendwie vom Namen her zumindest kennt, aber das kannte ich gar nicht. Also das hat mir überhaupt nichts gesagt. Und das habe ich dann auch tatsächlich erst gehört, nachdem das, wie gesagt, angekündigt wurde und für einen Orcast zu hören war, ja. Ich hatte da schon mal drüber gelesen, also kannte das vom Namen her schon. Also trotz dieser Konstruiertheit, sage ich mal, es macht schon Spaß, einfach. Ja, auf jeden Fall. Aufgrund dieser englischen Moor-Atmosphäre und die Schauspieler sind einfach, das sind noch Charakterstimmen, richtige Charakterstimmen, ja. Wo man jeden irgendwie unterscheiden kann. Und spannend ist es letztendlich dann trotzdem auch. Ja, ja. Obwohl ich, wie gesagt, einiges verstehe. Ich habe es einfach zeitlich nicht mehr geschafft und haben uns gestern Abend hingesetzt und wollten das noch hören und dann habe ich irgendwie bis halb zwei oder so. Ach du Scheiße. Ja, alles für den Orcast. Ich liebe Hörspiele. Genau, alles für den Club. Genau. Also es ist trotzdem empfehlenswert, weil auf man auch Fall. Öfter mal auf eine falsche Spur geführt wird und dann geht es wieder in eine andere Richtung. Also macht trotzdem Spaß. Was PDAX da bringt, ist eigentlich alles ziemlich empfehlenswert. Also ich habe da jetzt noch nichts wirklich Schlechtes dabei gehabt, muss ich sagen. Also ein paar spezielle Sachen. Atalanta war schon sehr speziell zum Beispiel, aber trotzdem interessant, also dass sie es gebracht haben. Ja, weil es was ganz anderes war, ja. Aber so im Vergleich zum Jahrhundert der Detektive, das Jahrhundert der Detektive hatte etwas mehr Schmiss, würde ich sagen. Ja, es war halt so abwechslungsreicher und kurzweiliger dadurch, dass es halt immer, ich sag mal, bis auf die eine Ausnahme dann halt so einstündige Radiohörspiele war. Diese Sechsteiler, die haben
Ende immer das Problem, dass man relativ viel wiederholt. Das ist viele Doppelungen drin, dadurch, dass du dann wieder praktisch so immer am Anfang vom ersten Teil, vom nächsten Teil wieder erzählt, was im alten passiert ist und so, und dass immer so ein bisschen sich vieles einfach wiederholt und das zieht sich halt ein bisschen, ohne dass es langweilig wird, aber... Das ist mir auch aufgefallen. Am Anfang wiederholt ja im Prinzip ein Sprecher nochmal erstmal die Zusammenfassung der letzten Folgen. Und da habe ich auch schon gedacht, ja komm, hier, muss jetzt nicht, mach mal hin. Ja, im Radio macht das halt Sinn, wenn das halt Abstand von der Woche gesendet wird, das ist ja ganz nett, wenn man mal wieder so reingeführt wird, aber wenn man das natürlich auf einer CD am Stück hört... Ja, natürlich, das ist dem alten Format... Aber weglassen kann man es halt auch, das ist auch doof dann. Ja. Das ist dem alten Format geschuldet, das ist schon klar. Aber gerade deshalb macht es halt auch trotzdem Spaß, weil es halt einfach, es hat Flair und Atmosphäre. Auf jeden Fall. Also da hat man sich wirklich ordentlich bedient. Also gerade was Flair und Atmosphäre anbetrifft, so 60er Jahre und England und Dartmoor und... Und einige also, Schauspieler sind wirklich, wirklich klasse. Wenn ich da an diesen Messdiener denke, also der ist unverwechselbar. Ne? Ja, das stimmt. Auch hier habe ich noch einen prominenten Sprecher, den viele kommerzielle Nasen sicherlich kennen werden, den Franz Josef Steffens. Ja, guck mal, Glocken des Todes. Genau, wie bestellt. Das ist unglaublich. Echt wie bestellt. Ich hab nichts gemacht. Ich bin raus. Es war extrem laut heute. Ja, ich habe das Fenster aufgemacht, weil hier so hier müffelt's irgendwie manchmal. Ja, ich mach mal wieder zu. Das ist echt laut. Nein, das ist toll. Besser? Ja. Auch nicht viel, aber... So, einen kleinen Tipp habe ich noch. Einen kleinen Tipp? Wer sich nämlich bisher noch nicht getraut hat, die PDAX-Hörspiele anzufassen, für den gibt es jetzt die Gelegenheit, wenn man mal auf die Seite guckt. Die vier Gruels zum Beispiel gibt es schon für 9,90 €. Dann gibt es... Das ist hinterhergeschmissen. Hier Mowgli, das Dschungelkind für 3,95 € und Wunder dauern etwas länger auch für 3,95 €. Und ja, dann sind noch einige Hörspiele hier auf 8,90 € reduziert. Zum Beispiel Fährten der Prärie oder... Ja, ist ja auch relativ neu noch. Also das ist ja Atalanta haben wir hier noch. Gruseln vor Mitternacht, nur für starke Nerven. Das ist diese Lesereihe mit Friedrich Schönfelder gewesen. Harakiri-Serie, das kann ich total empfehlen. Das war super. Ja, die war geil. Das war richtig geil. Da haben wir uns weggeschmissen hier. Und die Prozessakte Vampir, das fand ich auch so. Das war richtig klasse. Ja. Ganz anders als erwartet, aber total spannend und total super mit aus diesen verschiedenen Perspektiven je Folge und so. Genau, und dann haben wir hier noch Sklaven der Arbeit. Da habe ich noch nicht reingehört. Der ist super. Das hat ihr ja auch hochgelobt. Genau. Ja. Also, wer jetzt mal reinschnuppern möchte, der kann ruhig mal bei PDAX vorbeigucken. Das ist ein guter Tipp, ja. Mhm. Und da ordentlich zuschlagen. Ja, bitte. Aber ich finde auch, also 12,90 € für eine CD dann, und meistens sind es ja MP3-CDs mit Mehrteilern, die irgendwie 100 und mehr Minuten gehen. Also, das ist nicht übertrieben, was das Preisliche angeht. Ja, ich meine, Glocken des Todes sind 6 Teile, sind 200 und Schlag mich tot. 50 Minuten locker, denke ich mal. Da können auch diejenigen nicht motzen, die Hörspiele nach Spielzeiten kaufen. Ja, genau. Eigentlich wollte ich mir ja auch noch die schwarze Kerze zulegen, aber da habe ich mir dann gedacht, naja, da habt ihr im letzten Jahr, das habt ihr schon hoch gelobt. Ja. Da wissen die Hörer jetzt schon Bescheid, dass das gut ist. Und das kommt aber auf jeden Fall auch noch in die Sammlung. Und ich hoffe, da kommen noch mehr Edward Boyds. Ja, ich gehe mal von aus. Ja, also. Würde sich ja anbieten. Vor kurzem lief ja auch Spanische Schlösser. Richtig, ja. Da habe ich leider auch den ersten Teil verpasst, ärgerlich. Eieiei. Bernd Lau und Christian Brückner, gute Kombination. Mhm. Schauen wir mal. Ja, wär schön, wenn noch was käme. Aber die sind ja ganz fleißig immer in den Archiven am Graben und zumindest das Herbstprogramm lässt vermuten, dass man da noch nicht mürbe wird. Nee. Ja, weil es ist so. Ja, Glocken des Todes und Jahrhundert der Detektive. Wie zu erwarten war, beides Knaller vom PDAX. Kaufen, kaufen. Jetzt sage ich das mal. Das ist auch eher unüblich. Kaufen. Auf jeden Fall unterstützen. Ja, gut, dass ich nicht Fuck gesagt habe, Olaf. Ja, stell dir mal vor, das ist Fuck in der Sendung. Fuck. Achso. Ja. Na und? Also, nein, das geht nicht. Nee. Du kannst in einem Orcast oder in einem Podcast überhaupt Fuck sagen. Fuck darf man echt nicht sagen. Stell dir mal vor, das kommt auch rein. Um Himmels Willen. Ja. Deswegen sagen wir lieber kaufen. Genau. Und danke an Lennart. Ja, bitteschön. Wir hoffen, bis zum nächsten Monat. Und wir hören garantiert. Uns. Schauen wir mal, was ich dann habe. Ja. Wow. Okay, dann mach's gut. Jo. Tschüss. Danke, Lennart. Ja, jetzt machen wir es gerade weiter. Edgar Wallace gibt's auch was Neues. Und zwar beim Hörplanet. Die Tür mit den 7 Schlössern. Die Folge 2 der neuen Reihe
aus den Hallen in Münster. Nee, Osnabrück. Osnabrück, ja. Wie kommst du schon auf Münster? Es ist ja eh eins. Ja. Genau. Ja, dann hatten wir ja die 42 heute schon in den höchsten Tönen gelobt von Gabriel Burns. Und jetzt gibt's die 43 gleich in freudigster Kürze, was den Veröffentlichungsabstand anbelangt, hinterher. Fern von allen Tiefen bei Decision. Sehr, sehr schön. Freuen ja, uns. Dann haben wir jetzt noch Schad Patrick noch mit den Hufen im Hintergrund. Den müssen wir jetzt wieder dazu holen. Da gibt es nämlich auch was Neues zu berichten. Das ist kein Huf, ne? Ja, egal. Ja, und da ist auch wieder. Hallo Patrick. Schön, dass du die Leitung gehalten hast. Ja, ist schon ein wenig heiß geworden, der Draht, aber es hat sich ausgezahlt anscheinend. Ja. Es kommt jetzt nämlich die Ankündigung, mit der wahrscheinlich keiner gerechnet hat. Also, ja doch, mit der Ankündigung schon. Ja, mit der Ankündigung war zu rechnen. Ja. Angekündigt wird da viel. Ja, aber es kommt wirklich im Juli, am 25. Juli kommt wirklich. Man möge es kaum glauben. Also man glaubt ja wirklich nichts. Nein, nein, immer noch nicht. Glaubt das erst, wenn das raus ist. Es kommen die letzten Helden zurück. Mhm. So auf CD? Ja. Mit Hörspiel. In echt? Hörspiel. Mit so Stimmen und so. Und Geräuschen und Musik. Nein, Scherz beiseite, lass mal den Flachs. Es kommen die letzten Helden wirklich zurück mit den Folgen 8, 9 und 10. Die sind angekündigt einmal für den 25. Juli und anscheinend wird man sich auch an dieses Datum halten. Es existieren nämlich auf der letzten Heldenseite auch bereits die ersten Hörproben. Also es kommt diesmal wirklich was. Es gab auch für Abonnenten der Serie, wobei ich mich jetzt frage, gibt es wirklich noch nach 4 Jahren Leute, die das abonnieren? Also ich. Das sind wahrscheinlich Leute mitten im Abo verstorben. Das Hörspiel dann ins Grab geschickt oder so. Nein, über sowas macht man keine Witze. Nein, natürlich nicht. Also es gab eine Sonderfolge von den letzten Helden, die kam für Abonnenten eben raus. Man fragt sich jetzt allerdings noch bei den Produzenten, das haben sie auf ihrer Facebook-Seite schon verlautbaren lassen, man ist sich noch nicht sicher, wann und wie und ob überhaupt die Serie in regulären Veröffentlichungsturnus erscheinen wird. Was ist denn der reguläre mittlerweile? Also ich finde das so hanebüchen, was Holysoft in den letzten 3 Jahren gemacht hat. Ich finde das einfach nur hanebüchen und also mir fehlen da mittlerweile auch jegliche Worte eigentlich. Ja, vor allem, ich habe es auf der Hörspiele.de habe ich immer recherchiert, wenn mich nicht ein Bekannter darauf aufmerksam gemacht hätte, dass da jetzt was nachkommt, ich hätte es nicht geglaubt. Ich habe mich nachdem das... Ja, hörst du etwa nicht die allmonatlich erscheinenden Podcasts von ihm? Nein, die höre ich nicht. Tja, das ist natürlich ein Fehler. Das sagst du. Ja. Ich habe jetzt auch hier die Titel hier für die Folge. Die Folge 8 ist das Turnier der Zauberer. Das war auch ein großes Rätselraten, welche Folge ist denn nun die richtige? Also auf Hörspiele.de hat man ja mal aufs Gerate wohl die Folgen angekündigt und da waren ja wirklich Titel dabei, wo man sich dachte, oh Gott, das ist jetzt nicht euer Ernst. Und dann schaue ich noch einmal, da haben sich jetzt ein paar Titel geändert, stand zwar immer noch dabei, nur angekündigt, aber mittlerweile steht auch wirklich fix das Datum hier. Die Folge 8, das Turnier der Zauberer. Jetzt kommt's, die Folge 9. Die Festung des Frostwurfs. Ja. Also wenn die alten Titel schlimmer waren, dann will ich ehrlich gesagt gar nicht wissen. Und Folge 10 kommt auch noch am 25. Juli raus. Der Sumpf des Vergessens. Ja. Auch Programm wahrscheinlich. Definitiv. Ja, also ich muss ja vorwegschicken, ich fand die Serie ja per se, auch die Folgen, die schon raus sind, nicht so gut. Die Geschichte hat interessante Aspekte, aber die Figuren waren mir nicht griffig genug. Und das klang alles so episch aufgebläht. Episch aufgebläht im Sinne von, die Geschichte ist noch nicht fertig. Und da hakt es bei mir dann immer. Da ist ja, die ist definitiv noch nicht fertig. Darum macht er ja 4 Jahre Pause jetzt. Ja, ich meine im Kopf. Er macht ja keine Pause, er macht ja Filme, Bücher, Comics und alles. Ja. Ja. Ich habe mit dem Holysoft Verlag eigentlich noch nie richtig zu tun bekommen. Was ist denn das mit den Videospielhelden eigentlich? Ist auch so ein Thema. Das war. Es gab eine Folge, die gar nicht so schlecht war. Da gibt es ja nur 3. Alone in the Dark, Far Cry. Far Cry kenne ich nicht. Das soll angeblich die schlechteste sein. Das es geht ist kein gutes Spiel. Zeichen. Ist die Till Schweiger, ja. Mhm, genau. Und Blood Rain, so heißt das. Ja. Mhm. Das ist alles so auch aufgebläht. Auch hier Heft der Chef,
war das doch. Ja. Nicht lustig. Wenn ich ein humoriges Hörspiel machen will, dann gnadenlos zielverfehlt. Mhm. Gewollt witzig und auch hier aufgebläht. Nee, da hat echt kein einziges Hörspiel bis jetzt mein Wohlwollen gefunden, muss ja, ich sagen. Ich bin ja neugierig. Ich bin ja die erste Folge, die ich habe mich mit der Serie auch noch nicht so richtig auseinandergesetzt. Ich habe es erst in den letzten Die zweite ist nicht schlecht, weil die sowas Abgeschlossenes hat. Ein Hauptgegner hier mit diesem Drachen. Das hat dann Zug, das funktioniert ganz gut. Drachenlanze, ja. Glaube ich, oder? Nee, das ist ja wieder, das ist ja wieder eine eigene Serie. Die kenne ich gar nicht. Doch, Schmarren stimmt gar nicht. Da habe ich auch die ersten zwei Folgen gehört. Gleiches Problem. Ja. Aufgeblähte Fantasy. Das ist auch, glaube ich, ist das nicht eine Lizenz? Ist das nicht irgendwie, gibt es das nicht als Roman? Ja, ja. Und das war dann, glaube ich, eine Lizenz quasi. Ja. Da soll ja auch die Merle-Trilogie kommen bei Holy Soft. Ja, richtig, stimmt. Genau. Das hat sich ja gar nicht so schlecht angehört. Das war's. Also mit diesem ersten längeren Trailer, was weiß ich was, oder die Szene, die sie da online gestellt haben, das klang ganz gut eigentlich. Aber ich nehme mal erstmal 5 Meter Abstand, wenn es heißt Holy Soft. erscheint das? Wann erscheint das? In welcher Form erscheint das? Also ich muss sagen, die erste Folge von den letzten Helden, ich habe mich jetzt erst vor kurzem damit auseinandergesetzt, die fand ich gar nicht mal so schlecht. Ist das ich mit meine, das den Traumspinnen und so, den Wolken? Ja, über den Wolken Mordens, mit diesem Wolkenschiff und es war hier der gewollte Mix aus Epic, Science Fiction und gut, mit diesem schönen Krimi. Diesem schönen Traumkniff, das war gar nicht so schlecht, dass man den Hörer auch so ein bisschen hinters Licht führt, aber aufgebläht. Ja. Den Vogel abgeschossen haben sie ja mit der 7. Folge, die ja auf sage und schreibe 6 CDs aufgebläht worden ist, wobei die Helden Amon und X erst in der 6. CD nach gefühlten 15 Stunden Hörzeit wieder in Erscheinung treten, wo wirklich ein anderer Handlungsbogen erst einmal und wo diese Schicksalsgestalten hier mal auftreten, die sonst eigentlich nur die Handlung kommentiert haben zuvor, jetzt aktiv eingreifen in die Handlung. Was ist denn das? Ist ein bisschen wie bei Game of Thrones mit der Drachenankündigung. Man wartet immer ständig, dass die Drachen jetzt endlich eingesetzt werden und der kommt nicht. Ja, irgendwann kommen sie. Ja, kommt noch nicht. Na, irgendwann kommen sie. Ja. Mich hat das Konzept ein wenig an die TV-Serie Dragon Ball erinnert, wo ein ganzer Handlungsbogen sich wirklich über, in Form von einer Schlacht, einem Kampf oder einem Turnier, wo sich das wirklich über gefühlte 10 Folgen dahingestreckt hat. Also Dragon Ball ist eine wirklich der langlebigsten Anime-Serien. Ich glaube, da wurden 3, 4 oder 5 Geschichten erzählt. Die wurden immer wieder durch so Nebenhandlungen wie hier ein Turnier, da ein Turnier aufgelockert. Aber die Geschichten, das waren gefühlte 20 Folgen oder gefühlte 30 Folgen, das waren wirklich so Handlungszyklen. Mhm. Und die Turniergeschichten, das waren wirklich so 5 bis 10. Jede Folge 2 bis 3 Folgen und dann das nächste und dann das übernächste. Und das geht so dahin, wenn man da nicht ständig am Ball geblieben ist. Das ist ja aber am Dragon Ball geblieben ist. Ja. Wenn man eine Folge nicht gesehen hat, hatte man aber sofort das Gefühl, man hat was verpasst. Aber insofern clever, aber ob das jetzt sinnvoll ist bei einer Anime-Serie? Obwohl, jetzt kriege ich hier Durchdrohung von Anime-Fans, die sagen, wie komplex Anime sein kann. Kann es ja auch. Jetzt klingeln die bald auch noch. Ja, ja, geht mal zu Olaf, da stehen schon ein paar. Müsst einfach nur dem Mob folgen. Untere Klingel, bitte. Nein, Sonst wird das Haus zu voll. Es gibt auch gute Anime-Serien. Das beste Beispiel, das in den letzten Jahren als Hörspiel auch rausgekommen ist, war Saber Rider. Also das war wirklich eine Serie mit dem gewollten Popcorn-Effekt. Also da hat man es auch wirklich verstanden, gute Serien zu machen im Fahrwasser der 80er Jahre. Ja, und auch, es gibt ja auch ganz, ganz tolle Filme. Also so ist es ja nicht. Also Anime kann schon richtig gut sein. Hier, Mononoke ist der Wahnsinn. Das ist so ein geiler Film, der so Spaß macht. Aber hier, also bei den letzten Helden, bin ich sehr vorsichtig. Jetzt wegen dieser trägen Veröffentlichungspolitik oder geht das alles Ende um die Story? Alles. Einmal bitte alles. Generell und überhaupt. Ja, wobei, es scheint ja eigentlich gut zu laufen, denn bei Gigafon und Europa, also Europa, glaube ich, macht ja den Vertrieb für Gigafon, für Dragon Bound. Fraktal jetzt zum Beispiel nicht, das kommt jetzt bei Highscore raus, wenn ich das richtig verstanden habe, oder? Aber die ersten Folgen waren ja bei Europa. Achso, von Dragon Bound ja. Bei Dragon Bound ja.
Aber die neue Serie, meine ich jetzt, Fraktal, ist, glaube ich, Highscore. Okay. Glaube ich. Das Konzept von Dragonbound hat ja auch funktioniert. Das ist ja im Prinzip nichts anderes. Ja, aber Dragonbound ist viel schmaler angelegt. Und also ich glaube, je breiter und breiiger das Ganze angelegt ist, wie bei den letzten Helden, umso weniger hast du Bezug zu den Hauptpersonen. Also ich kann mit Amon nichts anfangen. Das so amorphe Figuren einfach. Der ist so unsympathisch vor allem. Und jedes Mal, wenn ihm was auf den Wecker geht, habe ich sofort mein Schwert in der Hand und will alle niederstechen und zusammenschlagen. Und ja, genau. Yes. Kein Zugang echt zu den Leuten. Wenn er so unsympathisch ist, kann er ja bei Offenbarung 23 mit. Ja, mit T-Rex. Schönes Gespann, ja. Ja. T-Rex, können Sie hier eine Nachfolgerserie gleich machen? T-Rex und Amon. Ja, die zwei lustigen drei. Er reist durch die ganzen Weltenebenen ins 21. Jahrhundert und hilft dann dem Hacker-Team. Wunderbar. Das wäre ein geniales Konzept. Ich weiß nicht. Das wäre was für Kai Schwind. Wenn das Holysoft rausbringt, dann dauert es eh noch 10 Jahre, bis das kommt. Ja. Ja, wie gesagt, die Idee wäre nicht schlecht. Das wäre was für Kai Schwind. Ja, der versteht sich ja für Spielparodien. Ja. Ja, der soll mal wieder ernste Hörspiele schreiben. So was wie das Lufa-Haus. Ja. Da würde ich mich freuen. Ich würde ja warten auf eine neue Folge der Ferienbande. Ja, aber würde ich auch mitnehmen, ja. Gerne. So viel zu den letzten Helden. So viel zu den letzten Helden, machen wir einen Punkt drunter. Ich bin gespannt, ob wir am nächsten Orcast dann schon berichten können, ob dann die CD schon gesehen wurde. Obwohl, jetzt sehen wir, ich sehe ja wieder 25. ist natürlich. Das wird auch wieder knapp, ja. Naja, wohl, das ist 27. sind noch 4 Tage dann. Also könnte auch sein. Ja, ich weiß nicht. Mal gucken. Ja. Ja. Patrick, vielen Dank. Dankeschön. Sehr gerne. Es wird ein erneutes hier sein und wir hoffen dann doch einfach mal auf den nächsten Monat, dass du wieder was findest. Ja, da wird höchstwahrscheinlich, es wird die schwarze Fledermaus wiederkommen. Ach ja, Mensch. Oh. Das passt ja. Die kommt, also wenn es wahr ist und wenn man sich dran hält, kommt die 3. Folge am 1. August. Okay. Wobei ich bin da mittlerweile vorsichtig geworden. Ist ein bisschen schwierig, ja, auch in diesem Fall, ja. Aber schauen wir mal. Genau. Ja. Hoffen wir das Beste, seien wir optimistisch und schauen wir mal in die Nacht, ob da nicht irgendwo eine Fledermaus entlang geflogen kommt. Okay. Okay, schöne Grüße nach Österreich. Grüße da alle unten. Alle. Viel Spaß noch beim Frohleichnam prozessieren. Und heute ist schauen wir mal. Kannst du den Zug noch erwischen? Ja. Euch noch Gratulation zu euren WM-Leistungen diesmal. Ach so, ja. Ach so, uns im Allgemeinen. Ja, ja gut. Gestern war ein Wahnsinnsspiel zumindest. Also ich war hellauf begeistert nach dem Spiel. Während des Spiels habe ich mehrere Herzinfarkte gekriegt. Lieber Narisch! Ja, wirklich. Also so richtig. Ja, aber das muss es sein, ja. Juti. Dann bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal, Patrick. Mach's gut. Bis dann. Tschüss. Servus. Ja, das war Patrick. Ja, dann haben wir noch 2 auf der Rechnung im Juli. Und zwar einmal Alfred Döblins, hat man heute auch schon mal, November 1918, eine deutsche Revolution. Beim Hörverlag das Ganze. Gibt es am 28.07. reingehört, habe ich schon, den ersten Teil ist schon gelaufen. Den gibt es derzeit auch zum Nachhören noch. Wenn ihr euch sputet, den ersten Teil schafft dann immer auch zweiten und dritten Teil, könnt ihr wahrscheinlich bei NDR und SWR noch nachhören. Ja, das ist eine interessante Mischung. Döblin mischt Dialogszenen, Monologszenen, Art Feature-Szenen, alles zusammen und das würde auch im Hörspiel so umgesetzt. Also es ist ein sehr facettenreiches Stück um Einzelerlebnisse am Ende des Ersten Weltkriegs, als quasi der Krieg schon verloren ist und ja, jetzt quasi diese deutsche Revolution, wie es da so schön heißt, ansteht. Und aus dieser Zeit handeln halt diese 3 Teile und wie gesagt, das Ganze gibt es dann nach der Ursendung jetzt im Juli und Juli, Ende Juli beim Hörverlag. Ja, und zu guter Letzt noch die 2. Folge der aus den Hallen, was auch immer, weiß nicht, wo die aufnehmen, der Trashothek. Und zwar mit dem schönen Titel Kreuzfahrt der blutigen Skelette, Terror vor Cuxhaven. Genau, Cuxhaven mit V, bitte. Haven. Ja. Cuxhaven. Ja. So, mehr kommt damit. Nur noch die Sachen, die dann im ist das jetzt schon, das im Radio. Ist das jetzt Sommerloch, was wir da gerade machen? Ja. Das ist jetzt genau das Sommerloch. Das war's jetzt. Das war das Sommerloch. Alles klar. Na dann raus aus dem Loch und rein in die letzte Kategorie, würde ich sagen, für heute. Ja. Und die lautet natürlich wie immer in eigener Sache und das andere Gedöns wie News zum Beispiel.